Also wäre völlig okay. Ich meine, ich kann verstehen, dass du jetzt hier nicht. Oh! Guck mal, man, das ist einfach, das ist Schicksal. Man muss sich nur beschweren, Freddy. Ne? Das ist Schicksal, Freddy. Das ist Schicksal. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, Bruder, bin müde und hungrig, wenn jetzt hier nicht gleich der Q-Pop kommt. Ich habe auch richtig Hunger. Ich habe heute eine Mahlzeit gehabt bis jetzt. Ich habe mir gerade noch eine dicke Pizza bestellt auf 1.30 Uhr. Oh. Ja, bis dahin müssen wir gewonnen haben. Der Mann weiß, wie man lebt, ne? Willst du Grace oder Hackerin? Habe ich schon beides gesehen, oder? Hast du noch was Drittes im Petto? Ja, ich spiele dir gerne noch ein Fiddle auf. Also bei Fiddle sehe ich dich, muss ich sagen. Den schönen Double Bowl, während du dir genüsslich deine Pizza rein. Na, halt, die kommt erst um 1.30 Uhr. Aber Digga, ich hätte jetzt Bock auf eine Runde Fiddle, ja? Fiddle und Pizza klingt schon sehr nice, muss ich sagen. Das Problem ist, wenn die Gegner ghosten, ist halt der Fiddle eher nicht so nice, ne? Ja, das stimmt. Aber kein Jungler ist nice, wenn die Gegner ghosten. Obwohl Fiddle ist schon besonders scheiße, das stimmt, ja. Ja. Weil du halt, also die sehen halt immer, du kannst auch einfach Graves spielen, wenn du einfach ein bisschen Komfort noch. Digga, einer schreibt einfach Pizzasticks. Das ist auch das, was Twitch mich ausmacht. Dass du einfach Leute im Chat hast, die auch so geil rein Trash-talken. Der Chat also weiß alles. Kreativer als man selbst. Weil genau, der Chat ist voll kreativ. Haben. Genau, und der Chat ist einfach vom Humor genauso wie man selber. Ist einfach geil. J4 kann ich nicht. Deine Community hat natürlich auch so ein bisschen deinen Humor dann irgendwie. Ja, natürlich, genau. Und die bauen da so ein bisschen drauf auf, ne? Das ist schon sehr nice. Wir können auch mal eine Runde Clash spielen, wenn du möchtest. Das kannst du mal mit Brücki spielen. Brücki! Brücki und Carsten, die Kombination, da sehe ich uns. Bei Argument schaust du auch und Tolkien. Ich kann die Jungs mal fragen, wenn du willst. Digga, pass auf. Ja. Brücki hatte mal so ein Format, wo so Leute auf dem Discord kommen. Oder war es damals noch Teamspeak? Ich weiß nicht mehr. Und ihn dann Fragen stellen, ne? Ach, oh, ich dachte, du meinst Dr. Love. Ja, doch, genau. Oh das. Mein Gott, das war so furchtbar. Und dann das hab ich mal mit ihm zusammen gemacht. Nein. Und Bruder, da kamen Leute, die haben Fragen gestellt über halt, ne, Techtelmechtel. Und ich hab da Sachen rausgehauen. Und Bröki saß in der Facecam und hat so geschwitzt, weil er dachte, er ist ein vom Permaband, Digga. Ich hab da so die geisteskranken Calls rausgehauen. Der so, oh ja, meine Freundin, die will nicht in den Arsch und so, und wie mache ich das? Und dann habe ich da rausgehauen, die Strategien, Digga, wie das angehen soll. Sich langsam vortasten, mal mit dem Finger, bisschen neidippen, ne, angefeuchtet, bisschen verwöhnt. Ja, ich habe jetzt langsam auch Angst um meinen Kanal, muss ich sagen, um die Uhrzeit. Digga, es war so geisteskrank, Digga, und Brücki war so frei. Und der hat mich bei dem Format dann auch nie wieder eingeladen. Das waren wilde Zeiten, aber es waren die alten Zeiten. Ich habe es jetzt nur wiederholt. Ne? Heute würde ich das natürlich auch nicht mehr sagen. Nein, du nicht. Nee, also muss nicht mehr sein hier so on-stream, mon-stream. Das war damals, war aber auch alles einfach so ein bisschen anders, hatte ich das Gefühl. Ja. Also diese Formate von Brücki, ich glaube, für jeden Einzelnen würdest du mittlerweile gesperrt werden. Was sind diese Diskussionen damals? Das war wirklich völlig wild, Ja, ich meine, man will ja den jungen Leuten was mitgeben. Ja. Wichtige Life-Skills, praktisch. Ja, Dr. Love war wild, wo er Leute aus seiner Community zusammengeführt hat. Und dann so ein bisschen so gewichtelt hat. Kennst du das Format? Ich glaube, ja. Och. Ich glaube, ich kenn's, ja. Mein Beileid, ja. Spielt man noch Fiddle auf Predator? Mm-mm. Oder Electrocute? Du kannst First Strike oder Dark Harvest gehen. Okay. Dark Harvest feiere ich auch echt mehr. Ja, ich mag das auch am liebsten, Dark Harvest, ehrlich gesagt, aber manche Leute fühlen das nicht so sehr. Dein Katakama macht uns ja wieder ein schönes Best-of aus der ganzen Aktion, ne? Ja, da gibt's viel zu verwerten diesmal, ja. Ey, ohne Scheiß, es war wirklich, ich hatte, also die Zeit ist dahin geflogen und ich meine, ich bin immer bei so Events, bin ich dann froh, wenn man fertig abgeliefert hat und danach will ich eigentlich nur Stream off und halt chillen mit den Grillen, ne? Mhm. Und jetzt bin ich einfach noch in der Runde Duo-Q und das zeigt schon, wie Bock mir der Abend gemacht hat. Mir geht's genauso, ja. Also ich bin, normalerweise bin ich immer nach solchen Events, weil mich strengt das immer so an. Nochmal, also für mich ist das ja noch ein bisschen, ich bin ja nicht so routiniert mit solchen Sachen.
weil ich ja so selten so Sponsorsachen mache. Das heißt, dass ich danach also nochmal Bock habe, ne? Und wir schon die Zukunft planen. Schau mal an. Ich mag Mucke noch ein bisschen leiser, Chat, aber ich lasse Mucke jetzt an. Hab Bock. Ah, komm, bitte hat Cleanse dabei. Oh, Doppel Cleanse und Morgana. Wunderschöne runde Fiddlesticks für euch, Chat. Mann, habt ihr es gut. Ich hoffe, ihr legt nochmal die Füße hoch, lasst es euch jetzt hier noch gut gehen. Schaut nochmal nach, ob der Prime Sub ready ist für mich und den Ehrenbruder Freddy. Und dann lassen wir noch jetzt den Abend ausklingen. Oh, 1 Uhr, da fühle ich mich auch nicht so schuldig, dass die Leute noch wach sind. Oh, was ist denn da schon wieder los, Freddy? Ich habe nur kurz den Autotag ausgetradet. Warum bist du so aufgeregt, Junge? Okay, passt. Ich habe plötzlich 4 auf meiner Lane. Die kennen uns auch. Nicht rein, Ghost in Peace. Da no Ghost Spaß Darino. Haben im Jungle, muss ich sagen. Ja, das Digga, das ist wäre bodenlos, ja. Das wäre bodenlos, aber ich glaube, wir haben Ehrenbrüder im Gegnerteam. Danke für die ganzen frischen Prime-Subs. Willkommen. Viel Spaß mit den Emotes wünsche ich euch. Oh Gott, unser gesamtes Team, die haben uns actually alle gesniped. Sonst hätten wir kein Geld. Das ist so schade, dass Flex hier so tot ist, ne? Ja, das hat auch mein Chat geschrieben. Flex ist tot. Das ist so schade, weil eigentlich das Geile an League ist ja dieses Team-Gameplay, aber das nimmt halt keiner ernst und keiner spielt's irgendwie. Chat, wir reden nicht drüber. Was passiert? Ey, ich hab wieder so dick den Blue Buff resettet, sowas hast du noch nicht gesehen. Du startest normalerweise bei den Wölfen im Übrigen, ne? Echt, oder? Ja, weil sonst kannst du den Double Pull nicht machen. Also, du kannst jetzt schon machen, aber er ist ein bisschen schwerer dann. Du musst Pots mitnehmen, also, wenn du hast Pots dabei. Wenn du einen Wölfen startest, brauchst du keine Pots, da kannst du mit Control Vault starten, das ist ein bisschen besser. Ah, ich habe immer mit Fiddle tatsächlich Solo Chickens und Red Buff gestartet. Geht auch. Also geht schon. Das geht. Ja, du kannst. Es geht bloß um Geschwindigkeit. Ne? Jungle ist ja alles effizient jedes Mal. So, jetzt passt auf, Chat. Wenn ihr das noch nie gesehen habt, das ist geil jetzt. Passt auf. Oh, perfekt. Da sind eine Menge Mittel von denen. Ich glaube, das wird eine schwierige Runde für mich. Chat, entspannt euch doch, da ist er doch. Da ist doch der rote Buff. Hat mich gerade Level 3 ange... Wait, hast du den Pull verkackt? Nee. Siehst doch. Du stehst eigentlich richtig, ne? Ja, also, guck mal. Passt doch. Aber der Punkt ist ein bisschen knapp, muss man auch dazu sagen. Ja, ein bisschen weiter nach oben hätte ich müssen. Weil da, mit den Chicken ist immer ein bisschen schwierig. Dass das überhaupt geht, finde ich so geil. Also Fiddle ist der geilste Jungle überhaupt. Das einzige Problem an Fiddle ist halt, also du musst halt deinem Team zuschauen, ne? Und wenn die im Early halt Scheiße bauen, dann schwer. Du bist halt super schwach auch in Early Fights und kannst gegen niemanden kämpfen und so. Oh, du kämpfst gegen jemanden. Und bin tot. Da habe ich leider wieder unterschätzt, wie stark sie ist. Schade. Neue Runde, neues Glück. Die ist ja so stark im Early. Ja, ich dachte, ich krieg mein W noch mal. Fiddle ist auch schon sehr kacke im Early, aber. Naja, das war my bad. Ist Diana noch so richtig turbo broken oder geht? Schon sehr stark, vor allem wenn sie ins Laufen kommt. Ist halt bei, also das Problem ist halt, wenn die halt ein bisschen ins Laufen kommt, kannst du halt gar nichts mehr machen. Also nicht so geil, dass ich hier jetzt Double Buff geintet hab. Die clearet halt Pimps dann immer so schnell, ne? Ja, genau, der Jungle clears ja bodenlos. Ich meine, du clearst 2 Camps auf einmal und bist langsamer als die, ne? Die hat ja schon 1 Camp mehr gehabt. Boah, Botlane, das sieht doch saftig aus. Guckt euch das an, Chat. Oh, yeah. Ah, perfekt. Alles in den... ins Blacksheet reingejoggt. Ja, ich kenn noch mal das. Ja, wundervoll. Schaut euch das an, Chat, das ist doch Bullshit, oder? Alleine ins Spiel? Nice. Ey, das ist doch Bullshit, Chat. Ich dachte, ich hab das richtig dick. Schaut euch das an. Das ist doch richtig kacke, ey. Und durch, wisst schon, Dangerous Game überlebt sie.
Wow, das ist ein F. Ja, ganz ruhig, Fiddle Scale ist so gut. Ja null, oder? Null Stress, null Stress. Das war richtig geil eigentlich und alle so low. Fuck, Digga, so schade. Hat ADC gepennt? Ich weiß nicht, woran es lag, Chat. Sehr schade, ich dachte, das war gut. Dann wär's wieder in Mitte. Aber auch, ja. Auch bei der Caitlyn alles ins Black-Schild. Einfach auf die Morgana, ne? Versuche immer, Chat, wenn es nicht gut läuft, versuche ich immer so die Fehler zu sehen, dass ich es beim nächsten Mal instinktiv richtiger mache. Eigentlich einfach auf die Morgana gehen, dann wäre sie tot gewesen. Dann halt nur einen Kill bekommen. Das ist im Übrigen an Elotrix Chat das richtige Mindset. Weil es gibt viele Leute, die einfach immer nur Fehler bei ihren E-Mails suchen. Und so werdet ihr nicht besser. Nee, ich habe damals wirklich richtig auch mir sogar meine eigenen Games nochmal angeschaut und geguckt, warum, was habe ich jetzt falsch gemacht an der Jungle-Route oder so gegen den und den Champ. Warum war Botlane jetzt wieder so behind oder so? Naja. Ja. Genauso wird man besser in League. Das sagt er und stirbt. Ja, ich habe da könnte ich mir jetzt angucken, was ich da falsch gemacht habe. Oh. Es gibt halt immer so viele Leute, die halt immer auf ihre Teammates gucken, ne? Anstatt auf ihre eigene. Der Autotag noch vom Ehrenbruder Fiddle aus der Hölle. Der war wichtig, ja? Assist für mich, ja. Hast du noch einen Assist bekommen? Hat sie geglänzt bei dir? Ja, hat sie. Nice, das ist huge für mich. Naja, auch wieder komisch, dass sie da im Busch steht, Chat. Na, da könnte man wieder auch den Stream-Snipe riechen, aber wenn man weiß Warner, es nicht. Man muss weiß ich sagen, auf dich, ne? Also sie hat jetzt dich schon zweimal gefunden und gecountergangt, ne? Das ist nicht schlecht, das ist sehr, sehr guten. Oh, auch Map-Read ganz eklig auf der oberen Linie, wie der Bree gestorben ist. Komm, der hätte ja nicht mal Summoners gehabt, der drin, der hat die bei Mitte ausgejunkt. Fiddle ist einfach so, den kannst du so gemütlich spielen, so, weißt du? Auch wenn wirklich dir die Augen schon zufallen, drückst ein bisschen weh im Jungle. Einfach geil. Ja, ich auch so ein sympathisch, dass du wieder einen AP-Varus aufspielst. Auch sympathisch, dass du wieder einen AP-Varus uns aufspielst. Ja, der AP-Varus ist broken, du bist sehen. Okay. Es dauert ein bisschen, ne? Ich brauch so meine drei Items, aber dann ist broken. Wir können Mitte sehr, sehr leicht killen, wenn du willst. Wenn du nicht im 101 stirbst, können wir das machen, ja. Mhm. Ich habe davor auch 1v2'd. Mhm. Ja. Hast du nicht gesehen, ne? Nee. Okay, cool. Ich hab die Gang. Ich hab kein Flash mehr. Perfekt. Bitte auch kein Flash, das ist fein. Ja, ich rotiere mal ran auf den Meter. So, erstmal ein bisschen farmen, bis du 6 hast. Ah, du hast schon 6. Oh. Ja, der Ward. Ja, ja. Er hat gepinkt. No turning back. Bom, bom. Das ist super schwer hier, ne? Oh, jetzt scalen wir wenigstens. Nicht wirklich mit Caitlyn, oder? Nee, bitte? Caitlyn, Cassio, Diana. Outscalen tun wir auch nicht, ne? Das war doch sehr hart, der hat ja Abwehrbaus. Echt? Ist der so stark, oder? Ja, ja, das ist bärenstark. Macht dir da keinen Stress. Ich hab das Late Game gemacht. Trollst du? Nein, nein, nein. Das ist absolute Bombe, ja. Später. Das wird einschlagen. Ich trau dem Braten nicht. Hier ein Bordarino. Zieh wieder durch. Dackel wieder weg. Bärenstark. Kannst deinen Double Pull nochmal üben. Oh, Schmutz. Nee, auch immer geil, wenn man kein hier den Flash und die macht den Drill. Die hat kein Flash und keine Ult. Geil, dass der hier einfach durch den Pink Ward läuft. Oh. Open. Das sind schon gute Leute hier. Open.
Ja, das ist das große Problem an Flexion. Dann hast du 20 Minuten Q und dann spielst du gegen 5 Ghoster. Das ist natürlich schwierig. Aber das, auf der anderen Seite, ich meine, wenn die uns nicht snipen, dann haben wir vielleicht 80 Minuten Q, ne? Also das muss man auch sagen, eigentlich ist das schon ganz cool. Dass wir überhaupt wenigstens noch eine Runde kriegen, ne? Und jetzt müssen wir halt hier ein bisschen kämpfen. Okay. Ah. Wo ist Hopium, wenn man es braucht? Ja, gute Frage, Chat. Wo ist Hopium? Digga, Hopium, so geil. Du brauchst wirklich, ja, Chatterino bei der Twitch TV. 7 TV, also, so wir, geil. Wir flicken die jetzt von unten an, ja. Jo. Ja. Oh, so. Die anderen auch noch? Mhm. Strategisch? Lass doch irgendwo einer im Busch liegen. Ja. Bitte lass sie nicht zurück. Bitte lass sie nicht zurück. Och. Die haben den einfach nie geholt. Gott. Carsten! Das, was, ist das my bad jetzt? Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nichts. Och, die Casio stinkt so nach Achselschweiß. Ist ja wirklich kriminell. Oh, die macht wieder so ernst. Oh, früh um eins, Digga. Er ist bestimmt erst vor 2 Stunden aufgestanden, nicht mal Zähne geputzt. Zockt wieder den ganzen Tag, lol, Digga. Mano. Verdammte Snake ohne Schuhe am Rumschlängeln. Das ist natürlich sehr rough. Das Ding. Die sieht over aus. Nein. Hast du vertraust du nicht in den Apfelbaus, ha? Er hat geklänzt, by the way. Das ist ein Tryndamir bei mir, tatsächlich. Ja, dann bist du wahrscheinlich. Ja, ah, ne, der ist das hier, oder? Hey, was macht denn der? I understand. Eins, sechs, drei ist jetzt nicht so der Score, den ich auf Viertel haben wollte. Ist aber, die Gegner haben auch Grandmaster-Spieler und so, ne? Echt jetzt? Ja. Also Solo-Queue Grandmaster sogar. Oh Gott. Okay. Die wissen schon, was sie machen, meine ich damit. Na gut. Aber ich glaube immer noch an den AP Varus Hyper Carry Late Game. Und auf den kannst du dich auch verlassen. AP Varus ist der stärkste im Late Game. Nice. Die Kette, die ist Grandmaster in Solo. Jetzt nicht mehr. Ja, und schau. Die spielt am schlechtesten. Du hast sie aufs genommen. Ja, zu mir machen muss ich mich ja als Challenger-Spieler auch nicht mit Ruhm beklägern, ne? Also. Nur weil man Hilo ist, das hat noch gar nichts zu bedeuten. Ah ja. Jetzt, Noe, jetzt musst du hier mal die Insider-Infos auspacken, ja? Ja. Man sagt ja immer, wenn du Challenger bist, dann läuft das mit den Chicks alleine. Würdest du das bestätigen? Klar, also das ist natürlich, also wenn ich in den also Club gehe... Also ist es dann wirklich so, wie man hört, ne, genau, dann die Bar, im Club, dann, also ich genau, gehe, im Club wirst du angesprochen, ne, mit der Challenger-Jacke, da wird auch mal gerne bei dir geklingelt und oh, bist du der und der, hab dich letztens im Stream gesehen, dass du Challenger-Manager bist. Ja, ich habe auch immer chillen. Die Medaille um, ne, Season 4, Season 5, da hast du dann auch Medaillen bekommen, so physisch, denn die Challenger-Jacke, die ist zwar aus Plastik, ne, aber die ist trotzdem sehr, sehr geil. Und Hammer. Ja, also da stehen die Ladies auch drauf, natürlich. Fühle ich, feier ich. Oh, nee. Aber es ist okay. Sehr gut, dann. Guck mal, Double Kill, 2 für 1. Oh, oh. Mach schon Damage, Bro. Oh, nein. Hab ich dir gerade verfehlt? Nee, ne? Sag mir bitte, ich hab den nicht verfehlt. Sprint mal lieber weg hier in den Jungle. Lauf nach unten raus. Oh nein, das ist fies. Und da wäre cool gewesen, wenn, also wenn ich nicht ganz so reingestunken hätte, wäre das ein bisschen gut gewesen für uns, ne? Aber nice. Aber ich, nice. Weißt, ich hab das E geworfen und war schon für den Fadeaway, aber ich habe einfach zu früh geschossen. Ja, ich dachte auch schon. Hm. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
Die Challenger-Jacke. War das nicht so übelst das Meme, weil die so shit war von der Qualität? Ja, 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 das ist Ich habe aber mal im echten Leben jemanden mit einer Challenger-Jacke rumlaufen sehen. Tatsächlich. Also an einem Münchner U-Bahnhof. War sehr cool. Oh, der allerechte Fiddlespin bin ich, Chat. Der allerechte Fiddle. Ja, ja, ja. Sehr gut. Geil, einfach Challenger-Jacke. Ich meine, tatsächlich, also auch wenn das natürlich kompletter Trash war, weißt du, einfach einen physischen Reward zu haben, war schon irgendwie cool. Was meinst du mit den Medaillen? Ja, wenn du Erster warst, hast du eine Medaille bekommen, praktisch. Zugeschickt. Ja, Rank 1. Ich habe eine Medaille bekommen, ja. Aber am Season-Ende oder einfach erreichen? Am Season-Ende, ja. Du musstest am Ende der Season Erster sein. Aber warum haben sie das nicht mehr also warum gibt's das nicht mehr? Weil sie das nicht mehr wollen. Ich kann dir dann ehrlich gesagt nicht sagen, weil das richtig, richtig cool war. Und du hattest halt dann immer was, worauf du gearbeitet hast. Hat sich einfach sehr, sehr geil angefühlt. Ist halt, also praktisch, okay, wenn du jetzt Erster wirst, wenn du jetzt am Ende halt dich richtig pusht, dann kriegst du halt einen physischen Reward. Ich fand halt immer super nice. Ja, der Ghoster, Digga. Ghoster stinken. Leider, ja. Das ist, Ghoster also sind Sache, wie Leute, die bei Call of Duty die dritte Flagge einnehmen oder Hardcore spielen. Ihr seid einfach Shitplayer, seid ihr. Am Ende des Tages. Am Ende des Tages seid ihr Shitplayer. Und die Inflation wird euch holen. Ah. Zu teuer mittlerweile. Nee, Chat, nur der Platz 1 am Ende der Season würde die Medaille kriegen. Genau. Das ist ja wohl. Und in allen Modis, ja. Also zum Beispiel, also im Team hast du auch zum Beispiel halt 5 Medaillen. Aber die waren ja nicht aus, also die waren ja aus irgendeinem Schrottmetall, ne? Ja, der war ja nicht hochwertig, aber es war einfach cool, sowas zu kriegen. Es gab auch mal einen Rucksack zwischendurch zum Beispiel, der war auch sehr cool. Oh, da wird dieser Fackel, was? Elo-Tricks mit den Elo-Tricks. Tot. Eingerannt wieder. Hey, ja, unser Team fightet leider nicht so gerne mit. Bis alle kamen. Ja. Ich mache ein Play, alle sterben. Ja, ich meine, das Play an sich war aber klasse. Da solltest du auch stolz drauf sein. Ich bin für ein Open-Engel. Auch das wieder einfach ein Tründer mir im Gegner-Team ist. Ne? Alleine der Champion tiltet mich aus der Hölle. Die kennen ja, die schauen ja die Streams, die haben jetzt Mitleid, jetzt geht dann einer AFK und dann haben wir eine bessere Chance. Na gut. Das wird super, sag ich dir. Ich habe auch schon, also ich baue noch ein Item. Dann ist AP Varus online. Wir können die Cassia on deiner Grom töten, die macht die gerade. Wenn du willst. Die Clans. Oh. Nice, Freddy! Mit der Ulti-Muldi. Wahrscheinlich mal Ghost benutzen sollen. Bisschen rusty, der Mann, Chat, ne? Passiert. Ich bin nicht so im Training gerade, das ist okay. Bloodshed carries a price. Jetzt hier, ne? Sascha. Dieser Skin, der Party Fiddlesticks. Ist der beste tatsächlich. Ja. Fiddler hat aber auch ein paar geile Skins. Ja, das ist einfach der geilste Chip. Oh mein Gott. Das ist doch nicht wahr, oder? Ach. So schlecht gespielt und trotzdem hat sich nicht gekillt. Ach. Rough Game indeed, ja.
Das große Problem, das wir haben, ist, dass die Doppel-Cleanse Morgana haben. Das heißt, mein Champion ist tatsächlich ziemlich shit hier später. Oh mein Gott, der Enkel. Der Enkel! Ah, Elotrix, als hättest du nie was anderes gespielt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, also das war ein sehr, sehr guter Engel. Danke, Brudi, aber leider hat es nicht gereicht. Wäre ich ein bisschen dicker, ne? Wären die alle tot. Komm, 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 der Q muss hitten. Macht der keinen Schaden. Yes! Schade, dass ich die Caitlyn nicht bekommen habe. Flash. Ich hätte früher smiten müssen, glaube ich. Leider das Shield bekommen. Hätte früher smiten müssen. Das war ja peinlich. Du hast ja alles getankt, du Stück. Ja. Mein Weber fasst nochmal ab für die Diana. Wäre ich nicht ganz so behind, wären die da alle tot, ne? Ja, die haben dich halt super hart invadet, ne? Das ist schwierig. Ey, nee, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, als hätten die geisteskrank gesniped. Also, ich bin schon. Also, ich bin voll Brain AFK am Spielen, ne? Ich mache hier ab und zu mal einen kleinen Play so, aber laufe auch ein bisschen Autopilot. Der Grom, der sieht lecker aus, ja? Ich kann sagen, ja. Ich bereite ihn ja nur vor. Wo unten waren die Nash einfach? Ich weiß nicht, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Ja, das ist der nächste Team Blöken ist im Tryndamir drinne. Ich hab fast Rabanons. Was mit dem hier? Oh. Ja, also, das ist ein F-Engel ist das. Auch die Champions, die wieder spielen. 20 Minuten Q für diese Fiesta, ey. 20 Minuten Q für ein 20 Minuten Game. Finde ich. Finde ich fair. Also außer wenn die jetzt finishen, dann ist wahrscheinlich nicht mehr winnable. Weiß ich nicht, Bruder. Mit Triple Cleanse und 10-0 Gründer, der mich 3 Auto-Attack. Aber jetzt haben wir ein bisschen Overexcel. Jetzt kommt der Comeback. Das ist der Klassiker. Jetzt kommt der Klasse, jetzt pass auf. Danke für die Recovery. Bin sehr, sehr low. Wir müssen jetzt massiv chasen, ja. Moin, the Crap. Und dann sollten wir Nash jetzt einfach. Aber Nash, Nash ist. Go Rush Nash. Wir müssen jetzt einfach. Oh. Aber Gott sei Dank habe ich einen One-Click. Zum Glück hast du deinen 4. Ja, ich meine, er war auch so schon relativ traurig. Wir können leider nicht nashen jetzt. Leider. Ich könnte für die Diana hier gehen, actually. Okay. Ja. Oder du gleich. Oh nein, Hilfe! Nein. Boah. Der macht aber auch ernst, der Bruder. Heilige Scheiße, da geht's ab. Genug. Da kracht's. Okay, ich hab 12 Kills, ne? Oh, ja. Knallt's mittlerweile. Wie genau kommt denn der Damage bei AP Varus, wenn du diese Stacks rausziehst mit dem Q, oder? Genau. Oder mit dem E? Oder mit dem E, genau. Das ist doch so richtig viel prozentualer Damage, oder? Mhm, genau, ja. Deswegen ist das, also das scaled so stark mit AP. Ich war aber mein Rücken! Cassio hat deinen Rücken einfach. Ja, die hat meinen Rücken, ne? Okay, aber jetzt habe ich theoretisch habe ich jetzt 4 Items. Das heißt, wenn die nicht cleansen, Sonjassen oder Black Shielden, sollte ich jeden Champion im Spiel one-hitten können. Du musst jetzt nur den Nash hier klauen, gegen einen Challenger-Jungler, was dir leicht fallen wird. Und dann müssen die... Mir kommt jetzt eh um die über die Wand gespinnt und dann ist das Ding jetzt muss ich genau. Oh mein Gott, so cool. Oh, da war's. Dein Sacknasen. Oh, GG. Das war so close. Ja, hätten die mich nicht gespottet, hätte ich ja sie vieren können mit der Ult und dann smiten. Wenn ich es richtig time.
Ah, schade, schade. Aber ist okay. Okay. Was ich bei dir aber auch geil finde, auch in deinen Streams, du versuchst so immer die Games zu Ende zu spielen. Das finde ich immer ganz nice, dass du auch immer nicht so schnell die Games aufgibst und wegwirfst. Das war ja in Korea wirklich bodenlos, ne? Wie schnell die da immer aufgegeben haben. Da war ich auch gebrochen vom Zuschauen. Ich meine, du kannst tatsächlich relativ viele Games sogar noch gewinnen. Die wollen ja nur fighten und das Team, was dann ahead ist, ja, hat ja, gewonnen, also weil Korea die FF. War ganz, ganz schlimm. Aber ich meine, du hast das ja heute bei dem ersten Game gesehen, wo du so super fett warst, ne? Das erste Game, wo du Grace gespielt hast. Und das ist halt, wenn du unsauber bist, wenn du das hier halt ein bisschen zu sehr fühlst, wenn du ein bisschen overextendest, dann kannst du so schnell vorbei sein in so einem Game. Und ja. die anderen kommen wieder zurück. Ich habe ein, zwei nicht so gute Plays gemacht, dann stirbt das ganze Team und dann sind die Gegner zurück. Genau, so schnell. Oder das passiert halt sehr, sehr schnell. Es ist halt bloß wichtig, dass dein Team nicht aufgibt und dass die Leute halt direkt verfaden. Also Mentality ist super, super wichtig. Das ist einer der Gründe, warum ich so erfolgreich High-Low-Games spiele tatsächlich. Es ist einfach nur, dass ich gute Mentality habe. Würde ich unterschreiben. Ich wünsche jetzt aber sehr viel Spaß auf der Couch mit deiner Pizza. Ja. Ne? Ja. Hast du dir verdient? Sorry für die Games, ne? Aber es war mir ein absolutes Fest mit dir heute. Mit dir auch, mein Süßer. Alles klar. Wir hören uns, Chef. Mach dir eine gute Nacht. Auf bald. Wir hören uns, mein Bester. Lass dir gut gehen. Ciao. Ach ja, und Freddy, hörst du mir noch? Natürlich. Viel Glück fürs Match morgen. Ganz viel Glück. Danke dir. Können wir brauchen, leider. Können wir leider brauchen, ja. Aber das wird. Ach ja. Gut. Also, auch an deinen Tschüss, an deinen Chat. Hat sehr Bock gemacht, sehr gute Vibes auch von deinem Chat. Ihr seid korrekte Socken. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Kann Abend. Kann ich nur zurückgeben, ja. Fühlt euch untenrum angefasst, aber nur diejenigen, die volljährig sind. Wir hören uns. Bis denne. Okay, Leute. Wie könnte man einen Stream besser beenden als mit diesen Worten von Carsten? Heute mal was anderes, bisschen ungewohnt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Danke fürs Reinschauen, danke für dabei sein. Morgen dann noch ein Tryhard-Stream, dann unser Hertha-Game und ab dann sollte Normalität einkehren und wir dürfen einfach wieder reinnörden und zocken. Alles klar. Macht euch eine schöne Zeit. Auf bald, ihr Lieben. Schlaf gut. Ciao, ciao.